Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin und wir schauen heute in das Spiel Earth 2160 rein. Wer das Spiel nicht kennt, es ist Teil einer Trilogie, genau genommen der Abschluss, welche ihren Ursprung im Jahre 1997 hat, damals noch im Rahmen der Clone & Conquer Reihe entstanden, hat sich dieses Spiel in vielerlei Hinsicht enorm weiterentwickelt. Und auch einige, ich möchte mal meinen, Standards gesetzt, beziehungsweise interessante Aspekte, die, wie ich eben so meine, durchaus heute öfters aufgegriffen werden könnten. So, wir stellen uns das alles hier mal ein. Ich werde extra viele Ressourcen nehmen, damit mir da keine größeren Schwierigkeiten kommen. Warum das sein kann, werdet ihr noch sehen. Gedacht sind insgesamt 4 Folgen. Für jede Fraktion eine Folge, schlichtweg aus dem Grund, und das ist auch schon eine Eigenheit dieses Spiels, dass sich jede Fraktion wirklich unterschiedlich spielt. Also das beginnt schon bei der Ressourcensammlung, über die Forschung bis hin zu den Einheiten, mehr oder weniger versteht sich, doch lass uns nicht länger reden, lass uns anfangen. Und wir beginnen mit insgesamt 3 Infanterieeinheiten, die das sind. Infanterie. Okay, die haben keinen besonderen Namen. So. Ressourcen benötigen wir. Kristalle und Wasser. Diese können wir mit Minen abbauen im Falle der LC. Wie gesagt, jede Fraktion baut ihre Ressourcen unterschiedlich ab und jede Fraktion baut auch unterschiedliche Ressourcen ab. Wir haben insgesamt 3 Ressourcentypen. Halt, Moment. Ihr sollt hier runter. Wir haben Metallerz, Wasserquellen und Kristallfelder, und benötigen tun wir Wasserquellen und Kristallfelder. Auch sehr schön an dem Ressourcensystem ist es ein Streaming-System, das hier zum Einsatz kommt. Das heißt, wir können Sachen parallel bauen, unabhängig davon, ob die Ressourcen schon zur Verfügung stehen oder nicht. So, nun heißt es warten, bis das Ganze gebaut ist. Währenddessen können wir schon ein wenig scouten. Und zwar mit unseren Infanterieeinheiten, die fliegen können. Eine super Sache im Falle der LC. Das können andere nicht. Gibt einem gerade zu Spielbeginn, wie gesagt, beim Scouten ziemliche Vorteile. So, ich werde den Fokus auf die Ressourcen jetzt für den Anfang legen, denn diese werden ziemlich schnell verbraucht sein. Da haben wir schon den Gegner. Das scheinen mir auch LC-Einheiten zu sein, die jedoch nicht schweben, sondern rumlaufen. Dann gucken wir doch mal. Nein, es sind die Eurer, es sind die ID, nicht die LC. Sie sehen sich recht ähnlich aus. Ja, das ist schön. Hier sehen wir nebenbei die ID. Naja, jetzt sehen wir sie schemenhaft, um genau zu sein. Da kann man schon deutlich erkennen, dass die Fraktionen auch unterschiedliche Gebäudekomplexe haben. Ich meine, guckt euch das an. Das hier scheinen die UCS zu sein. Und hier haben wir nochmal die UCS. Dann kommt mal zurück, ihr beiden. Oh, okay. Naja gut, dann geht er down, was soll's. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Kristalle, das können wir hier über die Minenkomplexe steuern. Wahlweise später, wenn die Wirtschaft erstmal steht, können wir das auch hier oben über die Ressourcenverteilung ganz klassisch machen. Einheiten werden wir jetzt vorerst mal noch nicht produzieren. Ich werde ein wenig auf Verteidigung gehen. Denn die KI in dem Spiel ist ziemlich hart am Limit. Möchte ich behaupten. Also mit der ist nicht zu spaßen. Die überrennt einen ganz gerne. Ja, bist du noch da unten? Gebäude fertiggestellt. Du sollst hier hochkommen. Oder flieg mal hier hin. Dann haben wir diese Ressourcenquellen hier im Blick. Wir werden ein wenig Verteidigung errichten, damit wir nicht gleich überrannt werden. Bis zu 5 Gebäude können wir parallel bauen, die kommen alle aus dem Orbit, vom orbitalen Konstruktionszentrum.
Und ihr sammelt jetzt erstmal nur Kristalle. Das sollte jetzt für alle gelten, wenn ich mich nicht irre. Genau, wunderbar. Wir benötigen Strom. Das läuft hier über Solaranlagen. Sieht man schon. Ohne Strom, nichts los. Bauen wir mal gleich 3 Module. Und wir wollen forschen. Was man bei der LC wissen muss, das Forschungsmodul ist ein Schlussstein. Da kommt nichts mehr weiteres drauf. Ne? Wenn ich jetzt das hier wählen würde, sieht man, funktioniert nicht. Man kann die Module hin und her verfrachten, von einem Bigfoot, wie sie hier heißen, zum anderen Bigfoot. Wenn man das nicht bedenkt, dann läuft man Gefahr, eine ungünstige Build-Order an den Tag zu legen. So, was braucht hier Wasser? Ah, okay, die Forschungsmodule brauchen ein wenig Wasser. Das habe ich nicht bedacht, aber okay. Sie brauchen auch nicht viel Wasser. Diese Ressourcen hier, möchte man meinen, die solle man sich möglichst früh holen. Und natürlich empfiehlt sich das auch. Ich meine, es ist ein Echtzeit-Strategiespiel. Wer da nicht auf Ressourcen geht, der macht was verkehrt. Ich kann euch aber sagen, die KI wird es euch nicht leicht machen. Also Ressourcen in diesem Spiel hier, gerade wenn man sie recht marginal zu Spielbeginn auslegt, ich habe sie ja etwas höher gestockt, wir haben hier über 600.000 Kristall, die sind ruckzuck aufgebraucht. Und der wesentliche Grund dafür ist meines Erachtens nach das hier, nämlich die Forschung, und die ist ziemlich umfangreich. Ich kann euch sagen, im Vorgänger, im zweiten Teil, da könnt ihr nochmal mehr forschen. Also das hier ist gewissermaßen, wie im Falle von Supreme Commander, die vom ersten zum zweiten Teil hingehend abgespecktere Version. Wir können auf Luft gehen, wir können auf Land gehen. Die haben alle ganz tolle Namen, die nicht sehr erklärend sind. Glücklicherweise haben wir Kontextmenüs dazu, wenn auch oftmals recht umfangreich. Wir haben Verteidigungsanlagen bis hin zu richtig starken Raketenabwehrsystemen und so weiter, bis hin zu Supereinheiten oder Superwaffensystemen. Wir haben Infanterie, logischerweise. Wir haben Kommunikationssysteme, Radarstörsysteme, Radare an sich. Schilde, die haben wir hier. Und konventionelle Panzerungen und natürlich auch Antriebe. Und ich meine, das gibt einem schon ziemlich Aufschluss darüber, dass man im Spiel sehr flexibel sein kann. Geht der Gegner auf Energiewaffen, erforscht man Schilde. Geht er auf konventionelle Waffen, geht man auf konventionelle Panzerung. Man kann seinen Einheiten schneller machen, man kann den gegnerischen Radar stören. Man kann mit Lufteinheiten kontern, mit Landeinheiten. Also da ist wirklich sehr viel möglich. Das Problem an der ganzen Sache, es kostet. Und zwar richtig viel, guckt euch das an. 3000. 3000. Nochmal 3000. 1500. 3000. Sogar 5000 Wasser. Und da ist natürlich das Ressourcenzeug, was man hier einsammelt, ruckzuck verbraucht. Also das geht richtig, 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 richtig in die Ressourcen. Daher ist es sinnvoll, gezielt zu forschen. Und dafür braucht man natürlich eine Build Order. Welche ich noch nicht habe, muss ich gestehen. Da muss man sich ein wenig reinarbeiten. Ich meine, das Ressourcen, Forschungssystem ist ja auch ziemlich umfangreich. Und je mehr Forschungsstationen man hat, desto mehr kann man parallel forschen. Zwei Forschungsstationen, zwei Forschungsvorgänge gleichzeitig. Und da hat man schon den ersten Fehler gemacht, denn die Forschung verbraucht hauptsächlich Wasser. Das heißt, wir werden hier jetzt massiven Wasserabbau vollziehen müssen und einen setzen wir mal auf Kristall, sicherheitshalber. Und da stellt man jetzt schon fest, ah, verdammt, wir haben keine Energie, keine Energie. Tja, was machen? Man baut hier, wie vorhin schon erwähnt, Solarsysteme, Solarenergiemodule und es geht nicht. Und das ist natürlich ein Problem bei dieser Fraktion. Man muss jetzt erst einen Bigfoot bauen, um dann eine Solarstation drauf zu bauen. Da muss man vorausdenken. Was ich jetzt nicht gemacht habe, zu Demonstrationszwecken, versteht sich. Und gleich die Solarmodule hinterher. Ansonsten haben wir gleich unsere dritte Forschungsstation, vielmehr unser drittes Forschungsmodul. Und da würde ich sagen, gehen wir mal... Was ist das? Okay, da war was an meiner Maus, Entschuldigung.
Da würde ich sagen, gehen wir mal auf konventionelle Panzerung. Wie hätten wir denn? Reflexionspanzerung, antichemische Panzerung. Es gibt auf Maps Regionen, wo chemische Substanzen vorliegen, zum Beispiel in Raum in Form von Dämpfen oder Rauch. Die können euren Einheiten erheblichen Schaden zufügen. Auch ein interessantes Gimmick bei dem Spiel. Vielleicht mögt ihr euch fragen, oh, Solarenergie und wie man offensichtlich mitkriegt, gibt es einen Tag-Nacht-Wechsel? Wie kann denn das einhergehen? Das funktioniert doch gar nicht. Wir haben hier gerade Nacht. Ja, ich gebe zu, das frage ich mich auch. Das war im zweiten Teil interessant gelöst. Da hat man nämlich Batterien bauen müssen, die dann über die Nacht hinweg die am Tag gesammelte Energie verwaltet hat. Ein interessantes Gimmick, welches hier leider nicht aufgegriffen worden ist. Was hier auch fehlt, sind Schiffe. Man sieht es, wir haben Flugeinheiten, Landeinheiten. Die Marine ist leider komplett weggefallen. Da frage ich mich ehrlich gesagt, warum? Nun kann ich es euch auch demonstrieren mit der Verlegung der Module. Wo war das denn? Sammelpunkt? Nein. Moment. Ich klicke dich an. Ah, hier. Zum neuen Standort. Und dann fliegen wir darüber. Et voilà. Und die Forschung läuft sogar noch weiter. Ist das nicht super? Wir haben auch ein Supply. Da wir noch keine Einheiten produzieren, ist es jetzt nicht so wichtig. Können aber schon mal in der Produktion entsprechend vorgreifen. Mit ein paar Produktionsmodulen. Bauen wir mal zwei. Je mehr Module, desto mehr kann man parallel produzieren. Genauso wie bei der Forschung. Ist auch gut zu wissen. Ja, und nun heißt es etwas warten, denn die Forschung braucht Zeit. Die braucht richtig, richtig viel Zeit. Und glücklicherweise werden wir hier in Ruhe gelassen, sonst wären wir hier wahrscheinlich schon längst überrannt worden. Na, spätestens wenn wir hier unseren Ares fertig haben, können wir mal ein paar Flugeinheiten bauen, wo wir dann eigentlich auch schon mal einen Blick in das Konstruktionsfenster reinwerfen können. Das ist nämlich ein zweites Gimmick dieses, oder ein weiteres Gimmick dieses Spieles. Was ich sehr interessant finde, wir können unsere Einheit nämlich beliebig, na, ich sag mal in Anführungsstrichen beliebig zusammenschustern. Wir haben hier zum Beispiel unseren Chassis, der da Apollo heißt, ein schnelles und leicht zu lenkendes Kampffahrzeug. Unten hat man eine kurze Zusammenfassung, HP, Regeneration, eine Besonderheit der Fraktion der NC, die regenerieren sich. Und dann können wir das entsprechend bestücken hier mit einer konventionellen Panzerung, mit verschiedenen Waffensystemen. Kann ich das nehmen? Ja, kann ich nehmen. Die wir entsprechend, man sieht es in der roten Schrift, noch weiter upgraden können. Mit Antriebssystemen und hier wären dann noch die Schilde, welches wir jetzt noch nicht erforscht haben. Wir gehen ja auf konventionelle Panzerung und dann kann man das entsprechend bei sich aufnehmen. Im Vorgänger war es möglich, im Grunde alles mit allem zu mischen. Also man hat irgendein Chassis genommen, man hat irgendein Waffensystem draufgenommen und hat das draufgepackt. Egal wie das aussah, egal ob das vernünftig war, das ist hier leider etwas abgespeckt. Da weiß ich bis jetzt noch nicht, ob mir das gefällt oder nicht. Ich finde, es macht die Sache komplizierter, weil man im Kopf behalten muss, was mit was funktioniert. Einige Waffensysteme funktionieren nur auf schweren Chassis, andere nur auf leichte, andere wiederum nur auf fliegenden. Naja. So, unsere Produktion ist jetzt hoffentlich auch bald fertig. Ach so, jetzt sehe ich, woran das liegt. Wir haben hier ziemlich wenig Kristall. Okay, wie viel haben wir? Wir haben 6 Stück. Dann würde ich sagen, 3 auf Kristall. Nicht beides. Kristall. Kristall. Und ihr macht Wasser. Wunderbar. Forschung ist abgeschlossen. Du bist auch so gut wie fertig. Moment. Das ist die falsche. Der falsche Button gewesen.
Tja, jetzt müsste man sich überlegen, will man hier im Chasis die ganze Sache weiterentwickeln, bis hin zum ultimativen Freezer, einem Bomben, die ein sehr wirkungsvolles Asim-Polymer enthalten. Polymer enthalten. Auf einem mit diesem Polymer bedeckten Gelände können sich Einheiten nicht mehr bewegen. Sieh an. Oder möchte man die Onboard-Mittel dieses Chassis aufwerten? Da sieht man, hier hat man die Möglichkeit, die Aufladezeit aufzuwerten. Das ist nämlich so eine Sache. Und damit auch ein weiteres Gimmick in dem Spiel, was mir sehr gut gefällt. Allein schon von der Idee her. Man unterscheidet ja in panzerbrechenden, also in der konventionellen Munition und in der konventionellen Panzerung und entsprechend in Energiewaffen und in Energieschilde, die wir auch mal gleich erforschen. Und entsprechend muss man sich auf den Gegner einstimmen. Was aber ebenso zu bedenken ist, ist, dass eine konventionelle Waffe Munition verbrät und Munition muss nachgeliefert werden. Es ist bei der Eurasischen Dynastie zum Beispiel der Fall. Die Einheiten fahren herum und verschießen ihre Munition. Und wenn das natürlich nicht aufgefangen wird, dann stehen die irgendwann ohne da. Und der Spieler fragt sich, warum? Weil er es eben nicht bedacht hat. Wohingegen bei der Energie, bei den Energiewaffen, die hier bei der Luna Corporation, bei der LC stark vertreten sind, wir haben es vorhin gesehen, Magnetwaffen, Elektrowaffen, gibt es die Aufladezeit. Und je öfter solch eine Einheit schießt, desto geringer ist die Waffe entsprechend geladen. Ich meine, das ist nachvollziehbar, da muss ich nicht weiter drauf eingehen. Und desto weniger oft schießt sie, desto schwächer fällt die Frequenz aus und desto schwächer kann, glaube ich, auch die Waffe in ihrer Wirkung ausfallen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Sie schießt auf jeden Fall weniger schnell und das kann erhebliche Nachteile mit sich ziehen. Mir fällt gerade auf, dass diese Türme hier gegen Lufteinheiten geeignet sind. Es sind zwar Laserzäune, das ist mir an dieser Stelle aber egal. Ich werde mal ein paar von denen hier in der Basis platzieren, nicht falls wir da überrascht werden. So, wenn die beiden hier fertig sind, dann können wir auch schon mal die ersten Einheiten, ich hoffe mal recht starke Einheiten, produzieren und gucken, was Sache ist. Ich kann mit euch wetten, dass hier, na, wie komme ich da hin? Rechtsklick, dass hier die Hölle los ist. Also, die Ressourcen werden massiv gekämpft. Da bin ich schon sehr oft auf die Schnauze gefallen. Ich habe mit der Luna einmal gespielt und habe mir gedacht, hey, ich kann mir doch die Minenkomplexe, ich kann die doch setzen, wo ich will. Setze ich sie doch gleich mal hier hin. Habe ein, zwei Bigfoots gebaut, ein bisschen Verteidigungsanlage gebaut, was ich hier tatsächlich gerade vergessen habe. Schande über mein Haupt. Und dachte mir, haha, jetzt habe ich mir hier eine gute Position erarbeitet. Ein Witz war es und der war nicht lustig. Die Gegner sind von allen Seiten gekommen. Und die haben mich einfach nur überrannt. Und ich habe gegen leicht gespielt. Das ist echt heftig. Kann natürlich daran liegen, dass ich keine Ahnung davon habe, was ich da tue. Kann natürlich sein, dass die KI wirklich überzeugend stark ist. So, während wir diese Einheiten hier produzieren, werden wir schon mal das Chassis weiterentwickeln. Jetzt ist die Frage, wollen wir unsere Einheiten schneller machen oder lieber in der Verteidigung besser. Die Schilde sind gerade in der Forschung. Dann würde ich das doch so machen. Dann nutzen wir die Forschung voll aus und gucken mal, dass wir unsere Einheiten hier zusammenschustern. Ach ja, die Namen. Man kann sie sich so gut merken. Wie hieß du denn? Das war, glaube ich, der Ares. Genau, das war der Ares. Der hier neu dazugekommen, ne? Plasmakanonen MK2. Ultraschallblaster. Nur gegen Bodenziele. Nur gegen Bodenziele. Alles nur gegen Bodenziele. Okay. Jetzt ist die Frage, muss ich dich extra damit ausrüsten? Ultraschallwellenverstärker zweiten Grades. Ultraschallwellenblaster. MK3.
Ah, jetzt klicke ich wieder da rein. Unterschallwellen. Unterschallwellen, Unterschallwellen, MK3, genau. Dich wollen wir haben, meine Güte, sieht das aus. Wir nehmen den normalen Antrieb. Schildregeneration 2 und Geschwindigkeit 4. Konventionelle Panzerung. Ist gerade in der Forschung. Ja, setzen wir dich doch mal so weit drauf. Meine Güte, das. Finde es ja sehr cool, wie das in der Optik sich da verändert. Ich kann jetzt leider nur die Waffensysteme hin und her switchen. Aber finde ich sehr nice. Dann muss ich dich hier konstruieren. Du bist schon da, sehe ich das richtig? Oh, verdammt. Okay, dann schauen wir, was du hast. Du hast das schon. Okay, du bist schon da. Dann bist du standardmäßig schon da. Gut. Dann können wir uns das sparen. Dann gehen wir hier in die Produktion. Da haben wir Apollo, Athena. Wo ist mein Ares? Habe ich hier etwas übersehen? Zum Flugzeug. Dieses Kampfmodul gesetzt werden. Es enthält eine Produktionshalle und eine überdachten. Für 4 Einheiten der Klasse Mercury und Atlas. Ja, aber das ist doch meine Produktion. Mein Produktionsmodul. Wo ist mein Ares? Infanterie. Ultimatives Kampfmodul. Fighter Station. Und die Fighter Station ist nur für Mercury und Atlas reserviert. Haben wir unten noch was? Ich bin gerade irritiert. Eigentlich müsste ich den doch produzieren können. Warum kann ich den nicht produzieren? Ich schaue mir nochmal rein. Da ist soweit alles abgeschlossen. Das ist, habe ich eventuell die sich noch in der Forschung befindenden Panzerung drin, die ist noch in der Forschung. Aber das kann ja nicht sein. Ach nein, Moment, das ist Athena. Ah, du bist Athena, oh Leute. Jetzt habe ich die doch tatsächlich verwechselt. Meine Güte. Ich hätte jetzt gedacht, du bist hier standardmäßig schon drin. Ja, gut. Mein Fehler. Wir nehmen hier die Ultraschall. Genau. Antrieb, dich. Dich können wir noch nicht nehmen. So, dann rüber. Und jetzt konstruieren. Wunderbar. Jetzt können wir den bauen. Ha. Jetzt habe ich aber schon gedacht, dass das hier richtig nach hinten losgegangen ist. Bauen wir noch mal ein paar. Was brauchen wir denn für dich? Kristall und Wasser. Ah, darf man natürlich nicht vergessen, die Einheiten hinzuzuzählen. Gebäude bauen wir keine. Oder zumindest weniger. Und jetzt sollte das auch laufen. Forschung abgeschlossen. Dann gucken wir mal, ob wir ein wenig was hier erreichen können. Wir werden das Spiel natürlich nicht zu Ende spielen. Ich stelle euch hier nur diese Fraktion ein wenig vor, soweit es die Zeit zulässt. Aber ich denke, man kriegt schon einen guten Überblick. Ich hoffe es zumindest. Hier unten haben wir noch gerade entdeckt ein Spionagemodul, das in die Turmbasis reingebaut ist. Ja, das sind diese 5000 Wasserforschungsdinger da. Diese ungeheuren teuren Dinger da gehören verboten. Du bist hier gerade in der. Ach, du bist gleich fertig. Ja, wunderbar. Dann wisst ihr was? Dann machen wir das hier so. Dann. Okay, das haben wir gerade neu. Dann brechen wir das hier gerade ab. Wir warten noch, bis der Schildgenerator fertig ist. Das sind nämlich nur noch 5 Sekunden. Zumindest ist davon aus. Ach, du brauchst. Ausgerechnet, du brauchst jetzt Kristall, ja? Ganzer Rest braucht hier ständig. Ihr braucht beide Kristall. Wieso braucht ihr denn Kristall? Sonst heißt es doch immer Wasser. Brauchen die Chasis-Dinger hier Kristall? Die brauchen tatsächlich Kristall. Aber nicht alle. Ah, das muss man sich alles merken. Dann sagen wir hier mal, du machst auch mal Kristall, damit es jetzt besser vorangeht. Brauchst auch überwiegend Kristall. So, wunderbar. Jetzt nehmen wir dich hier noch einmal. Oder vielmehr dich. Und du kriegst automatisch dieses Upgrade. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ich hätte gedacht, ich müsste den jetzt neu upgraden. Schau mal an, man kann die sogar benennen. So, jetzt bauen wir ein paar von denen.
Die sollen ja auch was taugen. Wir investieren unser Zeugs nicht umsonst. Und in der Forschung können wir in der Panzerung noch ein wenig was dazu machen. Dann sind die vielleicht nicht so schnell, aber das soll reichen. So, die sind jetzt auch da. Dann haben wir auf jeden Fall Verteidigung für den Fall der Fälle. Zumindest gegen Land und ein wenig gegen Luft, was diese Türme hier angeht. Ich weiß noch nicht, ob die was taugen. Da müsste ich im Grunde die Waffensysteme für die Infanterie erforschen. Was ist das? Ah, okay, das sind meine Einheiten. Ah ja, herrlich. Ich krieg nicht mit, dass meine Einheiten da sind. Kann ich euch einen Sammelpunkt geben? Kann ich euch geben? Na, hängst du? Du hängst ein wenig. Okay, er hat hier ein Autospeicher drin. Das werde ich in der nächsten Folge vielleicht mal ausmachen. Das irritiert dann doch. Ja, aber schon sehr cool hier. Schaut euch die an. Ah, super. Und man hat hier natürlich auch... Moment. Das war die mittlere Maustaste mit der rechten, meine ich, ist das? Genau. Ein freies Sichtfeld. Ist ein bisschen eigenartig zu bedienen. Da das hier invertiert ist. Zumindest was die seitliche Steuerung angeht. Aber es ist schon sehr, sehr nice. So, wir bauen hier noch ein paar. Einfach, weil wir es können. Bauen wir das ganze Supply voll. Und dann starten wir mal einen kleinen Angriff. Und dann soll es wohl auch damit gewesen sein. Ist auf jeden Fall, ich glaube, man sieht es ja deutlich, ein Spiel, das seine Zeit braucht. Es braucht Einarbeitungszeit. Was? Achso, Einheitenlimit. Ja, okay. Setzen wir noch ein paar hin. Ah, du bist schon voll. Sag mal. Nee, dann machen wir das hier nicht so. Ah, da gilt es jetzt dran zu denken. Wir haben hier ein Forschungsmodul. Das positionieren wir hier rüber. Und dann wird hier hochgebaut. Machen wir noch so ein. So ein. Und wenn wir dann vorne am Angriff sind, können wir auf jeden Fall loslegen. Was ist das hier? Ah, die können landen. Okay. Das ist auch ganz nett gemacht. Die können zum Beispiel das Licht anmachen und Licht ausmachen. Oder vielleicht nicht gerade diese. Einige Einheiten können das auf jeden Fall. Die sind dann bei Nacht schneller unterwegs, wenn das Licht an ist. Natürlich dann die Gegner auch schneller sichtbar, ersichtlich. Ja, ihr seid fast schon da. Gebäude fertiggestellt. Feuer nach eigenem Ermessen. Feuer einstellen, nein. Ihr sollt feuern. Ja, angreifen. Okay, das sind die Befehle. Ich will dich doch mal gerade landen lassen. Was haben wir? Besatzung aussteigen. Ihr seid jetzt aber keine Transporter, oder? Doch, ihr seid Transporter. Steht das irgendwo? Wie viel Besatzung ich da habe? Lande mal. Ich weiß nämlich, dass es da so eine Art Pilotensystem gibt. Und auf diese Weise kann man die Einheiten mit dem Pilot verlassen. Ich weiß jetzt nicht genau, was man mit dem Piloten macht. Ich glaube, man kann gegnerische Gebäude infiltrieren. Das hat dann so ein bisschen den Charakter wie diese Ingenieure aus Command & Conquer, wo man die gegnerischen Einheiten, Gebäude vielmehr, übernimmt. Und das kannst du hier halt offenbar mit jeder Einheit an sich machen. Beziehungsweise natürlich auch gegnerische Fahrzeuge und Flugzeuge. Und was es so gibt, übernehmen. So, wir wollten dann nicht in die gegnerische Basis, da werden wir kein Durchkommen erlangen. Wir wollten in die Mitte gehen. Und möglicherweise haben wir ja schon ein paar weitere. Ich krieg die zwei. Ihr seid jetzt echt langsam, wisst ihr das? Wo haben wir denn den Antrieb? Hier Power-Antrieb? High-Speed-Engine? Okay. Gerne in Aufklärungsfahrzeugen verwendet. Fahrzeug. Äußerst effizienter Plasma-Generatorantrieb, der überschüssige Energie. Okay, du bist für die Schilde zuständig. Ich möchte Geschwindigkeit haben. Schilde müssen ja natürlich auch aufgeladen werden. Ich höre. Ich habe euch keine Gruppierung zu teilkommen lassen. So, jetzt schauen wir mal. Bin fast schon dort. Ja. Nein, nein.
Wieso will das denn nicht funktionieren? Ich gebe euch hier, ihr sollt die 2 sein. Oh, das sieht aber eigenartig aus. Interessante Art des Angriffs. Und man sieht schon, also man muss hier echt früh seinen Angriff starten, um die Ressourcen hier für sich zu gewinnen. Und das zu schaffen ist, wie ich die Erfahrung machen durfte, fast schon ein Ding der Unmöglichkeit. Die machen sich hier nämlich, guckt euch das an, Mann, die machen sich breit und das ist die leichte KI hier. Das ist echt heftig. Was haben wir hier? Pluto. Ah genau, du bist, ist nebenbei sehr schön, dass es hier pausiert. Begrüße ich sehr. Wir produzieren ein wenig von euch nach. Und so viel zu unseren Einheiten hier, in die wir wirklich viele Ressourcen mittlerweile gesteckt haben. Guckt euch das an. Echt heftig. Soweit ich weiß, das sind die UCS. Sind die UCS so aufgebaut, damit ihr im Grunde die Einheiten nur spammen könnt. Die kosten nicht viel, die gehen leicht kaputt. Die machen, ich glaube, relativ wenig Schaden. Und bei der LC ist es im Grunde gerade andersherum. Da kostet alles richtig viel. Dafür sind die Einheiten auch ziemlich stark. Man hat es gesehen, was der UCS-Spieler hier unten an Verteidigung hatte. Er musste noch einen zweiten Angriff ein wenig abwehren. Aber was wir hier mit ein paar Einheiten schon einen Schaden angerichtet haben, denke ich, kann sich sehen lassen. Hoffe ich zumindest. Tja, auf jeden Fall haben wir unsere Ressourcen hier stark ausgebaut. Das ist sehr gut. Ist aber auch nur möglich, weil wir hier einiges an Ressourcen in Voreinstellungen reingemacht haben. Und nun würde das Spiel entsprechend weitergehen. Man würde hier versuchen, den Druck aufzubauen, seine Forschung hochzutecken, den Gegner platt zu machen. Wobei man natürlich in diesem Falle hier schon deutlich im Nachteil ist. Tja, dabei will ich es auch sein lassen. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck von dem Spiel und in diesem Fall der Fraktion LC, willkommen der Lunar Corporation. Im nächsten Video werden wir uns der Eurasischen Dynastie angucken. Die UCS sind mir ein wenig vertraut, bei den Aliens habe ich noch nie reingeguckt. Das wird ein Blind-Ding, da bin ich selber sehr gespannt, wie die funktionieren, habe ich keine Ahnung. Ich glaube, die Einheiten morphen sich von der einen Art in die nächste, bin ich mir nicht sicher. Lassen wir uns überraschen, ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es heißt Game Inc. Earth 2160. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt eure Meinung runter oder abonniert den Kanal. Ich würde mich freuen, der Jan würde sich freuen und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann.